Hallo Space Engineers. Ja, ich konnte es nicht aushalten. Ich musste jetzt doch nochmal die zweite Runde online gehen. Ja, ist es nicht schön, diese Ansicht? Ja, was habe ich gemacht? Eigentlich nicht viel in der Zwischenzeit. Ich habe meinen Charakter gewechselt zum Streaming-Charakter, nicht? ja, Kleinigkeiten. Hier eine zweite Plattform drauf gemacht, Kryokammer. Und weil ich bei dem Hin- und Herschieben Futter gebraucht habe, noch schnell die Küche gebaut. Und ansonsten hat sich nur die Tageszeit seit dem letzten Mal verändert. Ja. Dann machen wir mal weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Hier geht es weiter darum, abzubauen. Es gibt bestimmt noch irgendwo ein paar Metallplatten zu kriegen. Wobei... Es sieht leer aus. Ja, das war's dann wohl, ne? Es ist hier echt krass, wie groß die Anlage hier unten war. Bin mal gespannt, ob dieses Loch sich automatisch wieder füllt. Oder ob es einfach vorhanden bleibt. Gut, dann parken wir mal hier wieder oben drauf. Auch so ein Mysterium. Wie ich gerade eben gesagt habe, ich habe einen Charakter, mit dem ich normalerweise spiele und einen nur für Streaming. Und mein Streaming-Charakter bekommt unbekannte Signale, mein normaler nicht. Vielleicht kriege ich es auch irgendwann raus. So. Deswegen... Schauen wir doch mal nach, was es da hinten Leckeres gibt. Und dann geht's weiter Richtung Westen. Ja, ist ja schon verführerisch, hier die ganzen Ressourcen abzubauen, aber nein. Nur mit den Drills. Oder Felsen. Ja, wir brauchen erstmal das da hinten. Den Felsen können wir auf dem Rückweg uns anschauen. Ja, das Flugverhalten hat sich irgendwie komplett verändert. Ich habe keine Ahnung warum. Als ich hier mit der Plattform aus dem Bunker rausgeflogen bin, bin ich hier irgendwo angedotzt. Aber er zeigt mir auch keine beschädigten Blöcke an. Jemand wundert, warum die unbekannten Signale so aussehen. Das ist eine Mod, die habe ich gefunden, als ich den Wasserplaneten mit ins Spiel genommen habe. Und der ersetzt die ganzen normalen unbekannten Signale jetzt durch solche netten Plattformen, die den Vorteil haben, dass sie auf den Wasserplaneten auch schwimmen können.
Und was haben wir Leckeres drin? Schnuffelig. Nicht viel, aber unterm Strich lohnt sich das immer. Ich brauche unbedingt mehr Frachtkapazität. Space Quadrants. Ja, vielleicht sollte ich mal ein paar von den Space Quadrants im Lottospiel setzen. Ja, die Server-Software, ich benutze Torch, hat diverse Plugins, die es unterstützt. Und neben den normalen, die so ein bisschen die Performance abchecken und so zusätzliche Utilities halt sind, habe ich diesmal noch eine sogenannte Lotto-Plugin mit dazu genommen. Weil ich es vom Namen her witzig fand. Man kann Lotto spielen. Muss ich mal in Ruhe schauen. Obwohl. Nein, funktioniert nicht. Muss ich mal nachschauen, wie es ging. So kompliziert kann es ja nicht sein. Ich nur die normalen. So. Alles eingepackt. Ah, stimmt. Ich wollte nach den Triebwerken gucken. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte zur besseren Manövrierbarkeit noch Triebwerke nach oben dran gesetzt und auf der Seite fehlt es. Ha! Entdeckt. Da-da-dum-dum. Autsch! Ja. Wäre natürlich auch klasse, wenn man die Leisten abspeichern könnte, um sie dann bei Bedarf von einem Charakter zum nächsten Charakter umkopieren zu können. Die Sci-Fi Thrusters in 1 habe ich. Moment, dann nehme ich doch gleich das, dann habe ich das auf dauerhaft drin. Wo sitzt's? Auf der Innenseite, gell? Ja, auf der Innenseite. Mhm.
fast alles. Ah, die ist alles da. Ja. Hätte mich auch gewundert. So. Wenn ich das viele Rot da sehe, macht mich das jetzt schon ein bisschen stutzig, was alles an der Heimatbase los ist. Aber ich fliege da jetzt nicht zurück. So, da war noch ein Felsen. Den nehmen wir noch mit. Ein bisschen Platz ist noch. Kobalt. Super. Und die Sonne geht unter. Das sieht doch jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Hört sich nicht so schlecht an. Ja, sagt ja keiner was außer mir. Das sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Ich dachte zuerst, als ich so mir überlegt habe, die machen das spannend. Nur Ressourcen aus Felsen. Das könnte knifflig sein, weil es dann doch ein bisschen wenig gute Ressourcen gibt. Aber bis jetzt läuft eigentlich ganz gut. Vielleicht sollte ich ein bisschen näher fliegen. Schon mal das ganze Gestein verarbeiten. Wenn es nicht so voll wäre. Ja. Das ist jetzt echt doof. Bisschen Eisen rein. Achso, und dann schmeißt das wieder raus. Okay. Ja, beim ersten Stream hatte ich noch alles mit aufgezeichnet, um dann festzustellen, dass die Software es von alleine macht. Kleinigkeit. Ja. Wäre schön, wenn ihr in den Kommentaren irgendwie mal hinterlasst, ob euch diese langen Aufnahmen, ob das so okay ist. Oder ob ich sie kleinere Hapsen schneiden soll, wie ich dann hier so täglich raushau. Wir werden sehen. Ich habe da noch so keinen echten Plan. Außer einmal um die Welt. Nur mit dem Rover und der kleinen Plattform. Und keine Ressourcen aus der Erde, nur von den Felsen. Und wenn Ressourcen aus der Erde, nur mit den Drills.
es war echt gut, dass da in dem Bunker erweitertes Werkzeug drin war. Sonst wäre das jetzt eine recht anstrengende Tour. Mit Einzelwerkzeug. Nee. Mit Standardwerkzeug. Klar. Den Elitebohrer vermisse ich jetzt schon ein bisschen. Aber mit dem geht es doch auch zügig. Langsamer. Keine Ahnung, ob das überhaupt relevant wird bei so wenigen Leuten, wie hier gerade spielen. Aber das war so für mich der Grund, die Drillsysteme dazuzunehmen. Und weil ich es ganz schick finde, weil, naja, kommt mir so ein bisschen mit den dicken Anführungszeichen realitätsnäher vor. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber die Ressourcen halten ja dann Ewigkeiten. Ja, aber so viel wird ja auch vor allem gar nicht abgebaut. Und außerdem, ich find's gut, das muss reichen. Da bin ich immer echt Egoist. Ja, mal sehen, wie lang heute die Tour geht noch. Der Zocker hat gefragt, ob ich nachher online bin. Vielleicht kommt er ja dazu. Oder wir gehen auf die Xbox rüber und spielen da was. Na, ach, diese Pixelreste, die ist echt zum Kotzen. Einer hat mal gesagt, wenn man so knapp daneben zielt, wird man so besser erwischen. Nein, ist halt so. Nochmal einer. Na komm. Aber eigentlich kann es mir ja egal sein. Ich werde hier so schnell nicht mehr vorbeikommen. Nur um dann festzustellen, dass er aus irgendeinem Grund das Zeug nicht eingepackt hat. Dann würde ich kotzen. Naja, würde ich nicht. Im übertragenen Sinne natürlich nur.
jetzt hier noch in den Untergrund rein, geht der Fels. Jo, muss reichen. Komm, wir wollen es nicht übertreiben. Und? Wie viel war's? Könnten wir ja da oben gleich im Display anzeigen lassen. Wenn wir schon sowas haben. Auto-LCD oder Automatic-LCD 2. Damit kann man das machen. Wenn ich mehr dazu erzählen soll, einfach sich irgendwie bemerkbar machen, dann schreibe ich das gerne dazu. Wenn man ein Cockpit hat und mit verschiedenen Displays, dann kann man mit dieser Überschrift die einzelnen Displays ansteuern. Dann kommen hier immer diese Schlüsselbefehle und ja, die geschweifte Klammer gibt an, bei den meisten Befehlen, ob er das auf irgendeinen Grid einschränken soll. Und ja, hier zum Beispiel eine Inventarliste, nur von dem aktuellen Grid, und er soll mir nur die Uhr anzeigen. Und das war's. Warum macht er das mit dem X? Kann ich eigentlich Motoren herstellen? Im Survival Kit tatsächlich, dann machen wir das doch. Dann wird das Triebwerk hoffentlich auch ganz. So. Alles so rot hier. Ja, ich höre es. Atmo. Alle Triebwerke anzeigen. Ja, das habe ich mir auch angewöhnt, die ganzen Sachen möglichst schnell wieder auszublenden, die man nicht immer braucht. Macht die Sache einfach übersichtlicher. Gruppen bilden. So. Achso, und wer sich das fragt, auch eins von vielen Mods, Block Rename. Damit kann ich relativ schnell große Mengen von Blöcken umbenennen. Ich markiere die einfach und dann gibt es die Möglichkeit, den kompletten Namen zu ersetzen, zurückzusetzen. Das bedeutet, diese Nummerierung fällt hinten dran weg. Ein Präfix dran zu setzen. Bei mir ist das in der Regel, was für ein Grid das ist. Oder ein Suffix benutze ich eigentlich nie. Aber dann hat man so relativ schnell größere Mengen von Sachen umbenannt. So. 8 Uhr Ortszeit. Na, dass er mir die Null-Sachen da oben noch anzeigt. Da muss ich nochmal nachschauen. Die 3 Wochen Pause haben sich voll bemerkbar gemacht. Das eine oder andere ist einfach aus dem Kopf raus. Wie man deutlich sieht, links keine beschädigten Blöcke mehr. Hier in der Mitte zeigt er mir noch an, ah,
dass alles an Ladung drin ist. Kannst du mal die Farben verändern. Das an. Ja. So. Und dann zurück. Zum Rover. Ja, jetzt zieht er nur noch nach unten. Das ist normal, wenn er beladen ist. Und dann haue ich mal eine Pause rein, wenn ich am Rover bin. Außer es kommt irgendwas Neues dazu. Noch. Ich räume. Nein, das mache ich, wenn's Licht auf. Ah, wenn ich schon da bin. Nein, das. Ah, es lebe die Entscheidungsfreudigkeit. Ja. Klein bisschen gerumst. Oh, komm. Fliegt sich echt wie eine Bleiente. Setze ich wenigstens noch drauf. Das muss sein. Reihenfolge muss schnell festlegen. So. Scharnier. Motor. Zwei habe ich meistens frei.
die benötigen Stahlplatten. Das ist, glaube ich, die kleinste Übung. Geht ja nicht, ich muss ja von hier. Dass ich ja noch eigentlich noch ganz kurz machen wollte, bin ich wieder verdammt lang dabei. Ja, das muss ich mir noch irgendwie anders überlegen. Ah, klar doch. Ich weiß wie. Aber für den Fall, dass ich Gäste kriege. Ja, wenn ich das hier so anschaue, so richtig mies ist die Versorgungslage jetzt doch nicht. Ja, schweren Herzens die schwere Panzerung. Ich glaube, das bietet sich gerade an. Aber das mache ich jetzt wirklich das nächste Mal. Noch schnell einfärben. Push in die Kammer. Ja, mal sehen, vielleicht komme ich nachher nochmal online. Und ansonsten, bis demnächst.